Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute zeige ich euch, wie wir diesen einfachen, schönen Elefanten ganz schnell häkeln können. Und diesen Elefanten können wir dann als Applikation, Dekoration, aber auch als Schlüsselanhänger verwenden. Wir können dazu jedes x-beliebige Garn verwenden. Natürlich, desto dicker unser Garn, desto größer wird auch unser Elefant werden. Jetzt schauen wir, was wir dazu brauchen und können dann mit der Anleitung starten. Also wir brauchen unsere ausgewählte Wolle. Ich verwende heute eine 100% Baumwolle, die dazu passende Häkelnadel. In meinem Fall ist es die Häkelnadel der Stärke Nummer 3. Dann brauchen wir noch eine Schere, eine Wollnadel und für das Auge oder diese dekorativen Augen. Solltet ihr diese nicht zu Hause haben, könnt ihr natürlich auch einen Knopf oder eine Perle verwenden. Und dann etwas Klebestoff, damit wir am Ende das Auge befestigen können. Also wir nehmen uns jetzt unsere Wolle zur Hand, machen zuerst einen magischen Ring. Jetzt folgen drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Diese drei Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen und jetzt werden wir im Inneren unseres Kreises weitere 11 Stäbchen hineinmachen, sodass wir dann am Ende eine Anzahl von 12 Stäbchen haben. Also ich hole den Faden auf die Nadel, steche mit der Nadel in den Kreis hinein, hole den Faden, ziehe diesen durch, habe drei Schlingen auf der Nadel, ich hole den Faden, masche die ersten beiden Schlingen ab, bleiben zwei Schlingen, dann hole ich den Faden und masche die letzten beiden Schlingen ab. Und so habe ich ein Stäbchen gemacht. Ich wiederhole, Faden auf die Nadel, wir gehen in den Kreis, holen den Faden, ziehen ihn durch. Wir maschen zuerst die ersten beiden Schlingen ab und dann die letzten beiden. Und so werden wir jetzt Stäbchen nach Stäbchen machen, bis wir am Ende, wie gesagt, eine Anzahl von 12 Stäbchen haben. Ich erinnere euch, dass die ersten drei Luftmaschen als erstes Stäbchen zählten. Wenn dann unsere 12 Stäbchen gemacht sind, ziehen wir hier am Anfangsfaden fest, dass sich unser Kreis ganz schließt. Und dann schließen wir diese erste Runde. Also am Anfang hatten wir ja unsere drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Wir stechen hier in die dritte Luftmasche ein und machen eine Kettmasche. Wir ziehen hier noch am Anfangsfaden fest und diesen Faden können wir dann mit der Nähnadel hier durch den Maschen durchziehen und abschneiden. Wir beginnen jetzt mit unserer nächsten Runde mit drei Luftmaschen. 1, 2 und 3. Diese drei Luftmaschen ersetzen unser erstes Stäbchen und in dieser Runde werden wir in jede Masche der Vorrunde eine Zunahme machen. Zunahme bedeutet, dass wir zwei Maschen in die gleiche Masche machen. Also wir holen den Faden auf die Nadel und stechen genau hier ein, wo wir eingestochen sind, um die Kettmasche zu machen und machen ein Stäbchen. Also haben wir hier unsere ersten beiden Stäbchen. Faden auf die Nadel, wir gehen in die nächste freie Masche und machen zuerst ein Stäbchen und in die gleiche Masche ein zweites Stäbchen. Wir gehen in die nächste freie Masche und wiederholen auch hier zwei Stäbchen in dieselbe Masche. In die nächste freie Masche kommen die nächsten zwei Stäbchen. Also zwei Stäbchen in jede Masche und am Ende dieser Runde werden wir dann insgesamt 24 Stäbchen haben. So, und wenn wir dann am Ende angekommen sind, schließen wir auch diese Runde, indem wir in die dritte Luftmasche einstechen. 1, 2, 3 und dann eine Kettmasche machen.
Wir machen jetzt drei Luftmaschen. 1, 2 und 3. Und jetzt werden wir in die gleiche Masche, wo wir die Kettmasche gemacht haben, weitere 3 Stäbchen hineinmachen. Faden auf die Nadel, wir stechen hier ein und machen ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen und ein drittes Stäbchen. Das ist das erste Bein unseres Elefantens. Wir machen jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt folgen 4 Kettmaschen. Also wir stechen gleich in die erste freie Masche ein, machen unsere erste Kettmasche. In die nächste freie Masche stechen wir ein und machen die zweite Kettmasche. In die nächste freie Masche die dritte und in die nächste Masche die vierte. Wir machen jetzt das zweite Bein. Wir machen wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und in die gleiche Einstichstelle machen wir jetzt 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Und hier haben wir auch das zweite Bein. Jetzt folgen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt machen wir 5 Kettmaschen. Wir gehen gleich in die erste freie Masche, machen die erste Kettmasche. In die nächste freie Masche die zweite. Die dritte, die vierte und die fünfte. 5 Kettmaschen. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Überspringen die erste Luftmasche, gehen in die zweite hinein und machen eine Kettmasche. Und in die nächste Luftmasche eine Kettmasche. Dann stechen wir in die gleiche Masche wieder ein und machen eine Kettmasche. Und so haben wir auch das Schwänzchen für unseren Elefanten gemacht. Jetzt folgen 6 Kettmaschen. Wir gehen in die nächste Masche hinein, machen die erste, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste. Unsere 6 Kettmaschen sind gemacht. In der nächsten freien Masche kommt eine feste Masche. In die nächste freie Masche kommt ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche folgt eine Zunahme. Hier machen wir 2 Stäbchen in die gleiche Masche. Das erste Stäbchen und das zweite. In die nächste freie Masche kommt wieder eine Zunahme. Hier machen wir wieder 2 Stäbchen. 1 und 2. Und in die nächste freie Masche machen wir 2 halbe Stäbchen. 1 und 2. Jetzt machen wir den Rüssel für unseren Elefanten. Wir machen 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir überspringen die erste Luftmasche. Gehen in die nächste, machen eine Kettmasche. In die nächste Luftmasche eine Kettmasche. Und in die nächste Luftmasche eine Kettmasche. So haben wir hier 3 Kettmaschen gemacht. Wir gehen in die nächste Luftmasche und machen eine feste Masche.
In die Luftmasche danach kommt eine Zunahme. Hier machen wir zwei feste Maschen. Eins und zwei. Und in die letzte Luftmasche kommt wieder eine Zunahme. Auch hier werden zwei feste Maschen hineingemacht. Und dann bleiben uns noch drei Maschen übrig. Und hier werden wir eine Kettmasche in jede Masche machen. Und wie ihr sehen könnt, auch der Rüssel unseres Elefanten ist gemacht. Wir machen eine Luftmasche, ziehen fest, lockern den Faden, schneiden diesen jetzt ab, ziehen den Faden durch, jetzt holen wir uns unsere Nähnadel zur Hand und werden diesen Faden hier durch ein paar Maschen durchziehen. So, wenn wir dann den Faden vernäht haben, sieht unser Elefant in der Zwischenzeit so aus. Jetzt müssen wir noch das Ohr machen. Wir legen den Elefanten kurz zur Seite, holen uns wieder unseren Faden, unsere Häkelnadel, machen wieder einen magischen Ring, drei Luftmaschen, eins, zwei und drei. Jetzt werden wir in unseren magischen Ring insgesamt sieben Stäbchen hineinmachen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir machen jetzt drei Luftmaschen, 1, 2, 3, dann stechen wir hier in unseren Kreis und machen eine Kettmasche. Wir machen eine Luftmasche, ziehen fest, lockern den Faden, können diesen abschneiden, wir ziehen ihn durch. Jetzt ziehen wir auch hier am Anfangsfaden fest, dass sich unser Kreis ganz schließt. Und wir werden diese beiden Fäden verwenden, um das Ohr an unseren Elefanten zu befestigen. Dazu legen wir es hier auf diese Art und Weise. Wir holen jetzt unsere Häkelnadel zur Hand, stechen von der hinteren Seite ein, ziehen zuerst den ersten Faden durch. Und dann stechen wir ein Stück weiter unten ein und ziehen den zweiten Faden durch. Und jetzt werden wir diese beiden Fäden hier ein paar Mal verknoten. Und wenn wir zwei, drei Knoten gemacht haben, holen wir uns unsere Schere zur Hand, schneiden einfach diese beiden Fäden ab. Und zuletzt müssen wir noch unser Auge befestigen. Dazu hole ich mir ein wenig Klebestoff, gebe hier kurz einen Tropfen hinauf, dann hole ich mir mein Auge zur Hand und befestige das. Ich halte etwas fest, bis das Auge gut klebt. Und das ist dann unser schnelles, einfaches Endresultat. Wie ihr gesehen habt, ganz, ganz ein einfaches Projekt. Ihr könnt den Elefanten in vielen verschiedenen Farben machen, auch in vielen verschiedenen Größen. Das hängt natürlich von der Wolle ab, die ihr verwendet. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!